Ich muss ehrlich zugeben, das hätte ich nicht erwartet. Da haben wir doch hier in der Sendung aufgerufen zu unserem Casting-Wettbewerb. Wir suchen das Gesicht Baden-Württembergs. Und seit Tagen sind wir dafür mit unserem Casting-Mobil im ganzen Land kreuz und quer unterwegs. Aber wer da alles aufgetaucht ist, ich war echt von den Socken. Ich war ja am Freitag mit dabei in Reutlingen und trotz Nebel haben viele den Weg zu uns gefunden, haben uns erzählt, warum sie das Gesicht Baden-Württembergs werden wollen und was sie mit dem Land verbindet. Hier eine kleine Auswahl der Kandidaten. Ich bin das Gesicht Baden-Württemberg, weil ich bin eine ganz durchschnittliche, normale Schwäbin. Wenn ich jemandem irgendwas helfen muss, dann möchte ich kein Geld dafür, Käsekuchen oder Pfannkuchen, dann bin ich glücklich. Man kann ja nicht sagen, man ist der Schönste, ne? Jammern vermutet's. Das sind 6,42 Gramm echtes Rheingold. Wenn auch meine Knie ein bisschen klappert, aber Frechheit siegt. Das Gesicht Baden-Württembergs zu suchen, ist eigentlich eine Frechheit, weil es steht nämlich schon hier. Danke.